rentable Dreh, bei dem es dann so richtig Return und Investment in die Kasse spült. Tönt spannend, nicht? Online-Marketing, Kampagnen und Projekte richtig aufgleisen und erfolgreich umsetzen. Wir nennen das die INM-Matrix. Oftmals beginnt man, wie ihr auf dem Schlüssel zu sehen, weiter hinten und nicht beim Start vorne, beim Ziel, sondern eben da beispielsweise, wo es darum geht, neue Besucher auf die Webseite zu kriegen. Und Sie kennen sicher, Sie haben den Gutschein wahrscheinlich auch schon gesehen. Sie kriegen dann von Google dieses unabschlagbare Angebot von 100 Franken, mit dem Sie AdWords schalten können, setzen das dann auch ein, merken dann aber relativ schnell, dass die 100 Franken nicht weit reichen, das Geld relativ schnell weg ist und Sie auch nicht viel Klicks gehabt haben. Meistens liegt es an den zu hohen Klickkosten, den tiefen Qualitätsfaktor Ihre Webseite und somit ist das Geld schnell verpufft. Man weiß auch nicht genau, was es wirklich gebracht hat. Oder Sie lancieren eine Offline-Kampagne, Plakate etc., alles steht. Nun kommt Ihr Chef und sagt, machen wir noch schnell eine Microsite, da müssen wir noch was online machen. Das knallt man dann noch hin, geht meistens auch zügig, aber auch da wird wenig gemessen und der Erfolg bleibt natürlich aus, weil ich nicht sehe, was genau zurückkommt. Das Ganze wird etwas stiefmütterlich behandelt und darum schlagen wir vor, in unserem Ansatz, dass man erst das Ziel angeht. Also wohin möchte ich zielen? Was ist genau das, was auf meiner Seite erreicht werden soll? Ist klar, wenn es im B2C-Bereich ist, wie jetzt hier, wo ich einen Shop habe, da geht es darum, die Leute im Checkout-Prozess reinzukriegen, dann ist der einzige Fokus auf so einer Webseite der Abverkauf von Produkten. Wenn ich jetzt im B2B-Bereich bin oder halt nur eine Dienstleistung anbiete, kann es das Kontaktformular sein, das ausgefüllt werden muss. Also muss alles auf das zentralisiert werden. Oder es kann beispielsweise, was sehr effektiv ist, damit Kunden ihre Spuren hinterlassen, kann es zum Beispiel auch ein Download von White Papers beispielsweise sein. Auf jeden Fall auch hier ein Ziel festlegen. Dann geht es darum, wohin ziele ich und da, und das predige ich immer wieder, ist die Keyword-Analyse, das A und O jeder Kampagne. Sei es für Suchmaschinenoptimierung, sei es für die ganze On-Page-Optimierung, sei es für das Texten, die ganzen Titel und so weiter, dass ich das alles an diesen Keywords ausrichte und natürlich auch für AdWords. Denn oftmals werden Keywords verwendet, die vielleicht einigermaßen passen würden, aber dann, wie hier im Longtail, viel zu generisch sind, ich viel zu viele nicht qualitativ gute Besucher auf die Seite drauf bringe, die sofort wieder weg sind, zurück zu Google gehen und das dann schlussendlich abbestraft wird. Das heißt, meine Position wird sich verschlechtern, weil Google mir ja ein unpassendes Suchresultat geliefert hat. Auch hier im Longtail ist es wichtig, dass ich mit den Wörtern arbeite, dass ich die kenne und die Leute, die Texte schreiben, genau darauf achten, dass eben diese Wörter untergebracht werden. Also die Keyword-Analyse ein entscheidender Faktor. Da spielt natürlich auch, ich sag mal, der Trend, die Saisonalität rein. Hier im Beispiel sehen wir, dritte Säule wird, nach der wird einmal im Jahr gesucht, immer gegen Ende des Jahres. Dann gibt es andere Trends, wie zum Beispiel Hypothek, die blaue Linie, die nimmt zu, oder dann Vorsorge, die violette Linie, die nimmt eher ab. Dann habe ich auch regionale Ausrichtung, wie man es unten sieht. Auch das kann ich natürlich wieder einsetzen, wenn es um den Off-Page-Bereich geht, oder dann verwandte Begriffe, die ich einsetzen kann, damit ich weiß, nach was auch noch gesucht wurde, beziehungsweise was eigentlich noch ziehen würde, und mir so überlegen, wo man darauf setzen kann. Dann geht es darum, wie messe ich? Da ist klar, habe ich einen sogenannten Post, das Post-Leak-Tracking, da vertage ich Kampagnen beispielsweise, dann sehe ich auch, bringen meine Facebook-Beiträge überhaupt was, klickt jemand an, und dann im mittleren Teil konvertieren die. Also habe ich die Landingpage so ausgerichtet, damit nachher eben auch das passiert, was ich mir erhoffte. Das Post-Lead-Tracking, da geht es dann mehr darum, ich habe die Leads schon, verschicke Newsletter, betreibe Remarketing und auch das soll sauber gemessen werden. Das kann so ausschauen, dass ich beispielsweise eine Startseite vertage, damit ich weiß, ob die einzelnen Elemente überhaupt genutzt werden. Wird der Call to Action angeklickt? Werden die News gelesen? Oftmals gibt es ja Diskussionen intern, meistens erleben wir das bei Kunden. Welches Produkt, welche Dienstleistung muss wie groß auf die Startseite drauf? Auch das vertagen, messen und dann weiß man ganz genau, was interessiert und was weniger. Kontaktformulare unbedingt messen. Erreicht erstens mal der Besucher das Kontaktformular und füllt es dann auch aus oder springt er mittendrin ab? Oft sind Kontaktformulare zu lang. Das heißt, Sie werden bei einem beispielsweise Widescreen-Monitor gar nicht vollumfänglich angezeigt. Und so werde ich natürlich
Schwierigkeiten haben, dass die auch ganz ausgefüllt werden. Dann der nächste, und jetzt geht es eigentlich erst los mit der Microsite, der iPhone-App oder was auch immer das sein mag, logischerweise auch der Webseite. Und da ist es ganz entscheidend, dass ich keinen hohen Bounce-Rate habe. Das heißt, wenn der Besucher kommt und gerade wieder weg ist, dann habe ich im Prinzip danach auch das ganze Geld, das ich ins Online-Marketing investiere, wieder verloren. Und für die Bounce-Rate gibt es zwei primäre Faktoren, die verhindern, dass der Besucher gerade wieder weg ist. Das erste ist natürlich die sogenannte Relevanz. Das heißt, erkennt der Besucher innerhalb, und das ist eine Faustregel von 2 Minuten, ob überhaupt das angeboten wird, was er gesucht wird. Das heißt, ich muss auch schnell sehen, ob das Angebot auf der Webseite ersichtlich ist. Testen Sie das mal mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht ihr Inhalt und ihr Angebot nicht kennen. 2 Sekunden, eine weitere Sekunde, da geht es um Trust. Und beim Trust geht es darum zu erkennen, ist das eine Firma, die erst seit gestern aus einer Garage rausarbeitet oder gibt es die schon länger? Kann man der vertrauen? Da kann ich natürlich auch mit sogenannten Trust Marks oder Social Proofs wie hier von Facebook arbeiten. 74.000 Fan sicheren Social Proof oder dann auch HTTPS-Verschlüsselung, damit man eben die Besucher, die man auf die Webseite kriegt, davon überzeugen kann, dass man nicht der erste Besucher ist, sondern dass da schon mehrere mit der Firma gearbeitet haben. Dann auch das ganze Thema Tablets und Smartphones. Dazu muss man erwähnen, sehr viele Kampagnen werden immer noch mit Newsletter angeschoben. Oftmals werden Newsletter vom iPhone oder vom Android-Phone aus gelesen. Und da hat es natürlich wieder Links drin. Wenn ich auf die klicke, komme ich auf die Website, auf die Kampagnen-Seite, auf die Microsite. Und da, die muss ich lesen können. Da muss ich auch den Call to Action erledigen können. Wenn das nicht geht, von der Größe, von der Auflösung her, habe ich verloren. Also hier zuerst auf das Mobile konzentrieren und dann hochskalieren auf die größeren Auflösungen. Auch der zeitliche Verlauf vom Tag morgens auf dem Klo, vielleicht sogar eher mal mit dem Smartphone über Mittag, schaue ich mir dann das Ganze nochmals am Desktop-Monitor an und abends dann auf dem Tablet, das übrigens auch besser konvertiert, das allein aus dem Grund, da die Vergleichbarkeit viel schlechter ist, als das beispielsweise bei einem Desktop-Gerät der Fall ist. Dann komme ich zu dem Teil, bei dem man oftmals startet, und zwar jetzt kann ich die Leute draufbiegen. Die Ziele sind gesetzt, ich weiß, wohin ich ziele, ich habe die ganzen Keywords und so weiter definiert, die Messinstrumente stehen, die Seite logischerweise auch, und jetzt bringe ich die Leute drauf. Jetzt ist es wichtig, dass ich das ganze Instrumentarium so weit wie möglich nutze, die richtigen Instrumente nutze, sei es SEO, sei es AdWords, geht natürlich hier auch in den Social Media Bereich rein, weil ich es gut messen kann und werte, habe ich hier natürlich auch dann das Resultat, ob es was gebracht hat. Geht aber auch um Display-Werbung, Affiliate, Remarketing, natürlich auch Newsletter-Marketing, das ich jetzt hier einsetzen kann. Dann geht es ums Monitoring. Was kommt raus? Die ganze Analyse. Ich habe meine Funnels eingesetzt. Geht nun der Besucher diesen Funnels nach, springt er wieder ab. Hier gehen 46.000 oben rein, nur 24.000, 14.000 kommen unten raus. Auf den 3 Schritten verliere ich jeweils eine beträchtliche Anzahl an Besuchen. Kriege ich jetzt die Seiten so hin, dass das optimiert wird? Das ist das, was ich auf meiner Seite beobachten muss. Ich muss aber auch externe Inhalte anschauen. Wo bin ich auf beispielsweise Fremdinhalten, wie hier bei Google Maps oder das Google Plus Local, was das Google Places abgelöst hat? Bin ich hier gut vertreten? Sind meine Erfahrungsberichte optimal? Kürzlich wurde Nordkorea in diesem Index aufgenommen und da gibt es dann ganz kurile Bemerkungen, Erfahrungsberichten zu den Konzentrationslagen, die es da gibt, muss ich beobachten. Ich habe hier ein anderes Beispiel von einer Kantonsschule. Auch hier steht dann am Schluss als Bericht, Erfahrungsbericht steht da, Lernschnitt nicht optimal. Das kann man nicht korrigieren, aber da sollte man wenigstens dementieren oder schauen, dass dann der letzte Eintrag, der da steht, dass der eben besser ist als der hier steht und ich somit wieder meine Reputation korrigieren kann. Dann geht's ganz zum Schluss darum, dass man in sogenannten Review-Meetings, wir machen das 3 bis 4 Mal im Jahr mit dem Kunden zusammensitzt und die ganzen Ziele nochmals durchgeht, wurden sie erreicht, ist nun eben der Return on Investment passiert, habe ich das Ziel, was ich wollte, erreicht, sind die Besucher da hingekommen, wo sie sollten und so weiter, kann natürlich dann auch korrigierende Maßnahmen ergreifen, gerade wieder im Blickkontaktbereich, wie beispielsweise mit kleinen AB-Tests, da geht es nicht darum, komplettes Redesign zu machen, sondern da geht es vor allem darum, dass ich teste, was zieht mehr, bringe das dann in den Fokus rein, setze den Call to Action ein bisschen anders
und gewinne so wieder mehr Abschlüsse, sei es Abverkäufe oder eben auch nur Kontaktaufnahmen von Besuchen der Webseite. Das dann im Kreislauf laufen lassen. So funktioniert die INM-Matrix. Online-Marketing verändert sich laufend, ist sehr, sehr dynamisch. Die Matrix soll hier Strukturen schaffen und vielleicht, so hoffe ich wenigstens, hat sich nun auch Ihr Schlüssel ein wenig gedreht. Besten Dank.